Enge, dunkle Innenhöfe hinter prunkvollen Fassaden. Gegensätze, wie sie größer kaum sein können. Seit Ende des 19. Jahrhunderts bestimmen diese Gründerzeithäuser das Gesicht des Hasselbachplatzes und des südlichen Stadtzentrums von Magdeburg. 5 und mehr Raumwohnungen in den Vorderhäusern mit bis zu 200 Quadratmetern, Toiletten in der Wohnung. In den Hinterhäusern dagegen meist 3-Zimmer-Wohnungen mit Küche, höchstens 65 Quadratmeter groß, Toiletten oft außerhalb der Wohnung im Treppenhaus, nicht selten eine Toilette für 2 oder mehr Familien. Die einst prächtigen Fassaden sind grau und unansehnlich. Die Lebensbedingungen, vor allem in den Hinterhäusern, katastrophal. Die Bausubstanz ist marode, viele Wohnungen stehen leer. Ende der 70er Jahre beschließt die Stadt deshalb, das Gebiet rund um den Hasselbachplatz zu rekonstruieren und zu entkernen. Bis zum 17. Jahrhundert zählte Magdeburg zu einer der reichsten und kulturell bedeutendsten Städte im norddeutschen Raum. Durch die fast vollständige Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg jedoch verfiel diese wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der sogenannten Gründerzeit, erlebte die Stadt einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung. Vor allem dem Bemühen des damaligen Bürgermeisters Karl Gustav Friedrich Hasselbach ist es zu verdanken, dass sich die Stadt nach jahrzehntelanger Einschnürung durch die Festungsanlagen erstmals bedeutsam ausbreiten konnte. Bis dahin bestand der Grundriss der Altstadt noch immer aus dem mittelalterlichen Stadtkern, der sich seit dem 13. Jahrhundert kaum verändert hatte. Aus Reparationszahlungen des Versailler Vertrages erwarben die städtischen Behörden 1870-71 vom preußischen Militär für gut 6 Millionen Mark Bauland. Damit setzte eine fieberhafte Bodenspekulation vor allem im Süden der Altstadt ein. Der Hasselbachplatz selbst wurde dabei als Kreuzungspunkt mehrerer Straßen angelegt. Anfangs wurde er übrigens Gabelung genannt, weil sich hier neben den Straßen auch die Pferdebahnlinien aus Richtung Neustadt nach Buckau und Sudenburg verzweigten. Der Platz stellte bereits damals einen nicht unbedeutenden Verkehrsknotenpunkt dar. Zu Ehren ihres langjährigen Oberbürgermeisters erhielt die Gabelung 1890 dann den Namen Hasselbachplatz und die Stadt errichtete einen 15 Meter hohen Monumentalbrunnen mit seinem Relief. Aus verkehrstechnischen Gründen musste der Brunnen im Januar 1927 entfernt werden. Er wurde zum Heidenplatz umgesetzt. Die Hauptstraßen zierten große, repräsentative Gebäude mit prunkvollen Fassaden. Am Hasselbachplatz treffen sich auch heute noch die 5 wichtigsten Straßen des südlichen Stadtzentrums. In den letzten 3 Jahrzehnten erlebte der historische Platz gewissermaßen eine zweite Gründerzeit. Nach historischem Vorbild wurde er wieder mit Bäumen bepflanzt. Die Fahrbahnbreite wurde zurückgebaut, der Innenraum gepflastert. Vor den Bäumen gibt es einen separaten Radweg. Bänke laden zum Verweilen ein. Vieles ist inzwischen sehr schön geworden, auch moderner. Leider nicht alles zum Vorteil und nicht so, wie ursprünglich geplant.
Bereits 1976 entwickelte das Büro der Stadtarchitekten eine erste Konzeption zur Umgestaltung des südlichen Stadtzentrums, die zunächst den weitgehenden Abriss der Gründerzeithäuser und eine Neubebauung vorsah. Dieses Konzept wurde jedoch mit der Ausarbeitung einer neuen Leitplanung 1980 verworfen. Umfassende Restaurierung und Modernisierung der Vorderhäuser unter Beachtung denkmalschutzgerechter Aspekte bekam jetzt den Vorrang. Viele der Hinterhäuser sollten Grünanlagen weichen, kriegsbedingte Baulücken geschlossen werden. Das Gebiet sollte damit im Zeitraum von 1981 bis 1990 wieder zu einem attraktiven Wohn- und Einkaufszentrum umgestaltet werden. Diese Umgestaltung wollten wir mit der Super 8 Schmalfilmkamera begleiten. Angedacht war, in bestimmten Abständen immer die gleiche Örtlichkeit zu filmen und die Veränderungen zu dokumentieren. So hatten wir es geplant. Dass sich 1989 mit der politischen Wende in der DDR nicht nur die Filmaufnahmetechnik ändern, sondern auch viele Pläne der DDR-Architekten in den Aktenschränken verschwinden würden, ahnte wohl niemand. Die Rekonstruktionsarbeiten im ersten Quartier Hegel-Kepler-Leibniz-Straße waren bereits abgeschlossen, als im Frühjahr 1986 diese Aufnahmen vom unsanierten Zustand der Häuser entstanden. Zu einer der wohl spektakulärsten Aktionen zählte zweifelsohne die Montage der neuen Turmspitze für den sogenannten Plättbolzen am 10. Oktober 1986. Das heute 120-jährige Gebäude mit seinem ungewöhnlichen dreieckigen Grundriss gehörte schon immer zu den prägenden Bauten am Hassebachplatz und wird nicht zu Unrecht als Bankenhaus betitelt. In das ursprüngliche Wohn- und Gasthaus zum Großen Kurfürst zog 1918 die Generalagentur der Allianz Versicherung ein, 4 Jahre später die Commerz- und Privatbank AG. Auch nach der Wende siedelten sich hier verschiedene Banken und Finanzfirmen an, nachdem die Sparkasse als jahrzehntelanger Mieter im Dezember 1993 ausgezogen war. Das neue Gebäude der Sparkasse befindet sich direkt gegenüber zwischen Hallischer und Sternstraße. Die durch den Krieg dort entstandene Baulücke wurde so wieder geschlossen. Eine weitere kriegsbedingte Lücke wurde ein Gebäude für die Hypobank gesetzt. Durch einen trapezförmigen Grundriss und eine leicht gewölbte Fassadenkonstruktion sollte es sich eigentlich dem Gesamtcharakter der umliegenden Häuser anpassen.
Mitte der 80er Jahre plante man noch eine sehr großzügige Entkernung der einzelnen Quartiere. Die dichte Hinterhausbebauung aus der Gründerzeit sollte in den meisten Fällen zugunsten weiträumig gestalteter Höfe abgerissen werden. Ein Beispiel für die konsequente Umsetzung dieser Pläne ist die Bahnhofstraße. Das gesamte Karree, Bahnhof, Käptner, Gericke und Heckelstraße verändert völlig sein Gesicht. Zur Schließung der großen Baulücke an der Bahnhofstraße wurde eine spezielle Fassadenlösung mit modifizierten Elementen der Plattenbauserie WBS 70 entwickelt. Der gesamte Innenbereich wurde dagegen bis auf einige Seitenflügel entkernt und großzügig gegliedert. Beim Abriss der restlichen Seitenflügel und der Hinterhausbebauung fielen gewaltige Schuttmassen an. Für deren Abtransport über die Heckelstraße wurde extra ein Durchgang in der Häuserzeile geschaffen. In die Lücke wurde später ein Plattenbau eingefügt. Thank you.
Die vorhandenen Altneubauten in der Otto von Guericke Straße waren dagegen ursprünglich nicht in die Umgestaltungspläne einbezogen. Sie wurden erst nach der Wende modernisiert und erhielten zur Hofseite hin ebenfalls Balkone. Insgesamt gibt es 39 Wohn- und Geschäftsquartiere im südlichen Stadtzentrum. 27 davon waren ursprünglich in die Pläne rund um den Hassebachplatz einbezogen. Gegen Ende der 80er Jahre gerieten die Sanierungsarbeiten jedoch ins Stocken. Die finanziellen Mittel blieben aus. Erst 1991, zwei Jahre nach der Wende, wurden wieder Fördermittel zur Erhaltung der historischen Gebäude bereitgestellt. Gab es dann noch neue, konkrete Umgestaltungspläne, die den Platz selbst betrafen. Der alte Dispatcherturm verschwand, die Technik wurde weitgehend unter die Erde verlegt. Ursprüngliche Idee, den Hasselbachbrunnen wieder an seinem alten Ort, allerdings am Rand des Platzes aufzustellen, wurde jedoch verworfen. Der Bauboom nach der Wende setzte einen regelrechten Wettstreit der Investoren und Bauherren in Gang. Anfangs leider auch sehr häufig unter Missachtung des Denkmalschutzes. Dennoch führte er manchmal zu interessanten Nutzungsvarianten der historischen Bausubstanz wie im Quartier 15. Maurern und Stuckateuren wurden nicht selten Höchstleistungen abverlangt. Letztendlich hat es sich gelohnt. Die Sternstraße hat den Glanz vergangener Tage zurückerhalten. Aus der Reihe der Neobarock- oder Neorenaissance-Fassaden fällt ein Mietshaus durch seine Vielfalt an Zierelementen ganz besonders auf. Die Sternstraße 29. Dabei musste auch hier das Bauordnungsamt zeitweise einen Baustopp verhängen. Die fachgerechte Restaurierung ist eigentlich mehr einem glücklichen Zufall zu verdanken.
Mai 1995 wurde von der Fachhochschule Potsdam ein geeignetes Objekt für die Durchführung eines Praktikums gesucht. Und die Sternstraße 29 schien dafür bestens geeignet zu sein. 2 Jahre später konnte das Ergebnis der Öffentlichkeit präsentiert werden. Besonders interessant ist die aufwendige Überdachung des Innenhofes bis zum Hochparterre. Am ursprünglichen Grundriss des Hauses hat sich nichts verändert, aber alle Wohnungen, auch die in den Seitenflügeln und dem Hinterhaus, weisen jetzt modernen Wohnkomfort auf und sind kaum wiederzuerkennen. Bei der Vielfalt der Veränderungen mag man trotz allem geteilter Meinung sein. Nicht immer sind die Umsetzungen der städtebaulichen Entwürfe wirklich gelungen. Dass nicht alle Pläne und Träume der Architekten reifen, ist eine alte Erfahrung. Das war und ist auf der ganzen Welt so. Warum sollte da ausgerechnet Magdeburg eine Ausnahme darstellen? Aber wie man sieht, auch heute im Jahr 1200 der Magdeburger Stadtgeschichte ist die Rekonstruktion des südlichen Stadtzentrums ja noch längst nicht abgeschlossen. Thank you.
Thank you.